Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von mir. Ich zeige euch heute, wie ihr Minecraft Modpacks installieren könnt mit dem GD Launcher. Der beste Minecraft Launcher, meiner Meinung nach. Alles super easy, kann man alles super einstellen. Um den zu downloaden, geht ihr auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dann kommt ihr hier auf diese Seite, geht dann auf Download for Windows. Dann könnt ihr den wohin speichern, wo ihr wollt. Ich habe das jetzt bei mir auf den Desktop gemacht. Hier ist die Datei. Dann macht ihr einmal einen Doppelklick da drauf und dann wartet ihr einen kurzen Moment. So, bei euch müsstet ihr euch jetzt erstmal anmelden. Das macht ihr mit eurem Minecraft-Account, also mit eurem Microsoft-Account. Und dann bekommt ihr so eine kleine Einführung. Da könnt ihr alles überspringen, wenn ihr wollt, könnt ihr euch durchlesen. Und dann solltet ihr hier in dieses Fenster kommen. Ich mache das einmal groß für euch. Dann könnt ihr hier oben auf Modpacks drücken. Dann könnt ihr hier links den Modloader auswählen. Sei es Forge, Neoforge, Cauldron, Lightloader, Fabric oder Quilt. Hier oben könnt ihr die Plattform auswählen, sei es CurseForge oder ModRinth. Habe ich es richtig ausgesprochen? Keine Ahnung, egal. Ich habe ehrlicherweise noch nie davon so viel gehört. Naja, also, wenn ihr bei irgendeinem YouTuber oder Streamer ein Modpack gesehen habt, was ihr gerne spielen wollt, braucht ihr natürlich erstmal den Namen. Hier verweise ich kurz einmal auf mein Streaming-Projekt, was ich gerade mit einem Kumpel zusammen mache, live auf Twitch, jeden Tag. Und im Nachhinein kommen die Folgen dann hier auch auf YouTube. Aber weiter geht's mit dem Tutorial. Also, wenn ihr den Namen habt, dann könnt ihr den hier oben eingeben. Sagen wir Pixelmon. Dann lädt das kurz und dann kommen hier auch schon die Modpacks. Und dann drückt ihr einfach hier auf Download Latest. Also dann downloadet ihr die neueste Version. Oder ihr geht auf Explore, dann kommt ihr auf die Seite. Dann könnt ihr euch das hier alles durchlesen. So könnt ihr auch übrigens nach Modpacks suchen auf der Startseite. Einfach draufdrücken und durchlesen, was das so macht. Aber Pixelmon ist eine Pokémon-Mod in Minecraft. Wer hätte gedacht? Dann könnt ihr die Changelogs angucken, was hier geaddet wurde bei den Updates und sowas. Könnt ihr die verschiedenen Dateien auswählen. Hier Screenshots. Mich nervt das immer, wenn hier keine Screenshots sind. Dann kriegt man nie so einen guten Einblick auf die Mods oder auf das Modpack, was man sich gerade aussucht. Bei Versions könnt ihr dann nochmal euch eine spezifische Version auswählen. Wenn ihr jetzt die neueste Version downloadet und debuggt, würde ich euch empfehlen, auf die nächstneueste Stable-Version zu wechseln. Ob es eine Stable-Version oder Beta ist, seht ihr mal hier in dieser Reihe, auch schön farblich markiert. Wir downloaden hier jetzt die neueste. Könnt ihr hier oben machen oder hier. Ich mache das jetzt hier oben. Und dann kommt ihr auch schon zurück zur Startseite. Und dann downloadet es ein bisschen. Wir sehen uns gleich wieder, wenn es fertig gedownloadet ist. So, bei mir ist das Modpack jetzt fertig runtergeladen. Wir könnten es starten, aber allerdings mache ich da gerne Rechtsklick drauf, drück auf Edit. Sorry, nicht auf Edit. Ich verwechsel das immer auf Settings. So, dann kommen wir hier drauf. Das sieht relativ ähnlich aus zu dem, was wir eben hatten. Ich gehe dann hier auf Instance Java Memory und drück hier den Anschalter und dann könnt ihr hier manuell RAM zuweisen. Ich mache immer so 24 GB RAM, je nachdem, was für ein Modpack ich spiele. Also bei mir ist das jetzt die Hälfte, deswegen 24 GB. Bei euch reichen wahrscheinlich auch 8 oder 4 im Zweifelsfall. Obwohl ich bei 4 schon etwas an die Grenzen kommen würde, denke ich mal. Aber naja, ich würde euch niemals empfehlen, über die Hälfte des verfügbaren RAMs zuzuweisen, wenn ihr keine Ahnung hiervon habt. Wenn ihr jetzt sagt, oh ja, das Modpack ist ganz geil, allerdings wünsche ich mir jetzt noch eine Mod dazu, dann könnt ihr jetzt nicht einfach hier so eine Mod dazu adden. Dafür müsst ihr in die Settings nochmal, so wo wir eben waren, und hier auf Unlock drücken. Dann würde ich hier eine kurze Nachricht angezeigt. Da drückt ihr auf Confirm, auf Mods wieder gehen und dann könnt ihr auch schon Mods hinzufügen. Ich mache mir immer Just Enough Items dazu, zu allem, was geht, weil dann hat man einfach die Übersicht über das Modpack. Just Enough Items ist
wie ihr es vielleicht schon aufgesehen habt, wenn ihr Videos von Modpacks geguckt habt, auf der linken, auf der rechten Seite, sorry, auf der rechten Seite die Liste von Items, und wenn ihr da Linksklick drauf macht, dann seht ihr auch die Crafting-Rezepte davon. Wir gehen jetzt hier wieder auf Library und können das Modpack einmal starten. Das allererste Mal dauert das natürlich etwas länger, weil die ganze Instanz erstmal erstellt werden muss. So, hier oben seht ihr, wie viel Gigabyte RAM gerade verwendet wird. Jetzt hier gerade 3, 4, hier sehen wir schon über 4 jetzt. Aber ich habe 24 zugewiesen. Deswegen haben wir hier einen großen Spielraum. Hier seht ihr gerade, was hier unten gerade lädt. Ich wundere, warum ihr das doppelt seht. Ich habe einmal die Fensteraufnahme und einmal die Gameaufnahme. Das überlappt sich. Ich mache das einmal groß. So, hier oben seht ihr nochmal. Jetzt sehr schlechter Kontrast, muss ich sagen. Gefällt mir gar nicht. Aber ist ja auch nur für Information. So, jetzt sind wir in Minecraft drin, auch wenn es nicht mehr so aussieht. Dann könnt ihr Multiplayer oder Singleplayer spielen. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr einen Multiplayer-Server aufsetzt für ein Modpack, dann lasst es mich gerne wissen. Ich mache dazu gerne schnell ein Tutorial. Bis dahin lasse ich euch mit dieser schönen Musik allein und lasst gerne ein Like da, kommentiert, abonniert, um kein weiteres Tutorial mehr zu verpassen. Schaut gerne auf Twitch vorbei, wenn ihr sehen wollt, wie wir gemeinsam ein Modpack spielen. Ich bin gerade Project Architect 2, für die, die es interessiert. Und bis dahin. Ciao.